Rassismus. Nein zu Rassismus. Нет Rassismus. Nein zu Rassismus. Nein, на Rassismus. Nein zu Rassismus. Lale und Surya. Nein zu Rassismus. Yo, Rassismus. Nein zu Rassismus. Irkçılığa hayır de. Ja, herzlich willkommen hier aus dem VIP-Raum im Aue-Stadion. Ich möchte euch ganz recht herzlich begrüßen zu einer etwas anderen, ja, wie nennt man es, Pressekonferenz. Wir haben das letzte Mal hier, oder der Dami hat das letzte Mal hier auch vor der Wand gesessen. Ich glaube, 7. März war es. Heimspiel gegen SCS in Dreieich, 4-0 für uns. Das war auch das, glaube ich, letzte Mal, wo ich ein Endo live gesehen habe im Stadion. Seitdem hat uns dann Corona tatsächlich auch, ja, schwer erwischt, und ja, jetzt sitzen wir heute Abend wieder hier zusammen, weil wir uns einfach gesagt haben, wir haben jetzt eine Weile Video-Meetings gemacht, untereinander Vorstand, untereinander mit dem Trainer, mit der sportlichen Leitung und auch mit dem Aufsichtsrat, so im zweiwöchentlichen Rhythmus, und haben jetzt einfach entschieden, dass wir ja mal so ein bisschen die Öffentlichkeit, euch alle natürlich mitnehmen wollen und auch müssen. Wie ist der Stand der Planung, wie haben wir die Saison, ich sag mal, jetzt zu Ende gekriegt, natürlich, das habt ihr alles in Medien verfolgt. Wie sieht die Vorbereitung aus auf die neue Saison? Was macht die Kaderplanung? Was machen wir die Finanzen? Einfach das Geschehen rund um den Verein. Und da wollen wir heute Abend einfach mal einen Einblick geben in die ganzen Situationen, in die Gespräche rein. Ja, weil es A, glaube ich, wichtig für euch alle ist und auch für uns ist. Und wir uns jetzt einfach nicht, naja, ich sag mal, in einer Art Sommerpause verabschieden wollen, ohne dass wir uns irgendwie alle nochmal gesehen haben. Und deswegen auch auf diesem digitalen Wege heute. Und bei mir sind Jens Rose, mein Vorstandskollege, unser Trainer Tobias Kamm und unser Aufsichtsratsvorsitzender Enrico Gede, die ich auch recht herzlich hier begrüße. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ja, dann haben wir noch hinter der Kamera zwei wichtige Menschen, die ich auch begrüßen möchte. Daniel Wettermann und Dennis van Böckmann, die das alles organisatorisch hier organisiert haben heute und mit der Technik ganz wunderbar läuft. Ja, was machen wir heute? Ich gebe jetzt erstmal kurz rum an alle, dass jeder mal kurz seine Sicht, ja, vielleicht auch der letzten Zeit mal Revue passieren lassen kann, natürlich einmal sportlich, was hat uns bewegt oder was hat auch jeden Einzelnen von uns bewegt. Ich persönlich möchte erstmal ein riesen Dankeschön sagen, einfach an alle im Verein und rund um den Verein, die uns wirklich durch verschiedenste Gesten, einfach durch diese schwere Zeit gebracht haben und uns auch sehr geholfen haben. Das sind als allererstes die Mitarbeiter und die Angestellten des Vereins, die zum Teil aufgrund der Corona-Geschichte, wir haben ja Kurzarbeit gemeldet, auch da im Grunde genommen auch einen Gehaltsverzicht erfahren mussten. Da mal ein riesen Dankeschön auch, wie gesagt, an alle. Wir haben eine unheimlich hohe Solidarität auch im Bereich des Nachwuchsbereiches, der Frauenabteilung erfahren, wo viele Trainer und Trainerinnen auf einen Teil des Gehaltes verzichtet haben oder zum Teil voll verzichtet haben. Das hilft uns in dieser schweren Zeit als Verein natürlich auch einfach riesig weiter, weil wir, wie gesagt, am 7. März, ich habe es eben gesagt, das letzte Heimspiel hier hatten und da auch die letzten Zuschauer hier waren und seitdem wo man einfach kein Spiel mehr stattgefunden hat. Das heißt, die letzten 6 Spieltage, die als Heimspiele geplant waren, im März, April und Mai, sind aufgrund Corona leider ausgefallen, sodass uns natürlich da auch Zuschauereinnahmen quasi entgangen sind. Und ja, aufgrund dieser hohen Solidarität sind wir dann doch auch einigermaßen durch diese Corona-Zeit gekommen. Und das ist immer für mich persönlich erstmal ein großer Grund, allen Dankeschön zu sagen. Ja, ich würde mal die Runde machen. Fange an mit dem Enno, also unseren Aufsichtsratsvorsitzenden natürlich, und geht mal eigentlich weiter. Dankeschön. Ja, danke lieber Sven für die netten einleitenden Worte. Das ist natürlich nach dir als Redner immer eine gute Aufgabe, eine Herausforderung, da noch was hinzuzufügen. Es wäre natürlich zu einfach zu sagen, ich schließe mich deinen Worten an, möchte aber den Punkt erwähnen, und du sprachst die Corona-Zeit an. Ich bedanke mich erstmal für eure Teilnahme heute, dass ihr euch eingeklingelt habt, dass ihr euch eingelinkt habt, um ja bei den neuesten Informationen um unseren Verein anwesend zu sein. Thema Corona, mir ist es ganz wichtig,
zu platzieren. Meine Hoffnung und dies verbunden mit eurer Gesundheit, dass ihr alle ganz wohl und gesund durch diese Zeit gekommen seid, dass ihr selbst seid wohlauf, als auch eure nächsten liebenden Verwandten, dass es ja dort keine schlechten Nachrichten für euch gab, dass ihr bei guter Gesundheit seid, wir uns hoffentlich sehr zeitnah alle mal wieder in einer gewohnten Art und Weise wieder treffen. Nichtsdestotrotz haben wir uns, wie der Sven auch sagt, heute mal zu so einem Format entschieden. Uns ist wichtig, euch dort nicht die ganzen Monate jetzt nur durch die Presse zu informieren, sondern eben auch, soweit es geht, mal persönlich in diesem Format eure Fragen zu beantworten, die uns auf verschiedensten Wegen, Kanälen erreichen und ja, euch einfach mitzunehmen in Planungen, in Ideen, die sich um unseren Verein drehen und ranken. Und deswegen dieser Aufschlag heute. Ja, mein Dank, dem schließe ich an. Da greife ich gerne an deine tollen Worte, Sven, da an alle genannten rund um den Verein, in dem Verein, draußen, Förderer, Mitglieder, Freunde des Vereins, auch von mir und den Aufsichtsratskollegen einen herzlichen Dank, dass ihr in dieser schwierigen Zeit dabei bleibt, uns Treue haltet. Und mit diesen Worten würde ich jetzt auch erstmal dann weitergeben an den Trainer. Wie du möchtest. An den Trainer. Wir sind da ja ziemlich locker drauf hier heute, von daher. Kann du anprobieren. Ja, Sven hat es eben gesagt, erstmal von mir auch schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier in der Runde sitzen darf. Ja, Sven hat es eben gesagt, 7.3. das letzte Heimspiel. Ja, seitdem kein Fußball mehr hier im Ausstadion. Das ist natürlich für jeden Sportler und für mich als Trainer auch natürlich sehr, sehr schwierig. Zum Glück kann man sagen, hat das Ganze jetzt trotzdem einen positiven Ausgang gehabt mit dem Aufstieg in die Regionalliga, mit dem besten zweiten Platz von allen Oberligen, den wir erreicht haben durch unsere Serie mit 11 Spielen am Stück, 10 Siege und 1 Unentschieden. Das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, dass wir dann doch unser gemeinsames Ziel dann auch erreicht haben. Die Mannschaft natürlich sehr, sehr glücklich. Ich natürlich auch, mein ganzes Trainerteam, ich glaube, der ganze Verein ist sehr, sehr glücklich darüber, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Und ja, die Vorbereitungen für die neue Saison sind voll am Laufen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen zu den sportlichen Themen. Wie es da aussieht im sportlichen Bereich, da sind wir jetzt im Hintergrund viel am Arbeiten. Vieles ist ja jetzt auch schon passiert, konntet ihr auch schon nachlesen. Und genau, alles Weitere kommt dann in der nächsten Zeit. Das von mir erstmal. Ich glaube natürlich auch, dass alle gesund auch jetzt durch die schwierige Zeit gekommen sind. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch alle weiterhin gesund bleiben. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt, dass halt weitere Lockerungen auch jetzt geschehen werden und dass man sich trotzdem auch an gewisse Vorgaben hält, um dann auch ja, einfach jetzt mit frohem Mutes dann auch in die Zukunft zu gehen, sodass auch alle gesund bleiben und wir uns auch bald im Ausstadion wiedersehen. Das erstmal von meiner Seite. Ich gebe jetzt weiter an dich jetzt. Mhm. Danke auch von mir, herzlich willkommen. Und Dankeschön an alle, die sich heute hier zugeschaltet haben von euch. Auch ich möchte mich nochmal bedanken bei den Fans und auch bei den Sponsoren für auch in der Zeit, wo sie ihre Leistung für den Verein bezahlt haben und den Anspruch auf die Gegenleistungen haben, die wir leider nicht erfüllen konnten, uns trotzdem die Stange gehalten haben und jetzt auch schon sehr viele Dauerkarten gekauft haben und viele Sponsoren unterstützen uns weiter. Das ist natürlich ein tolles Zeichen und das ist die schönste Nachricht für unseren Finanzvorstand, weil nicht keiner wollte Geld zurück und weil jeder weiß, dass es eine schwierige Situation für alle ist. Und ich möchte mich einfach mal nochmal recht herzlich bei allen bedanken und die Freude ist uns natürlich allen ins Gesicht geschrieben, weil normalerweise, so wie ich Hessenkassel kenne, das eigentlich so sein müssen, dass wir nicht aufsteigen. Weil immer, wenn es was zu verlieren gab, haben wir die Hand nach oben gestreckt. Und auch jetzt, wo wir uns sportlich
ganz klar gezeigt haben, dass wir es verdient haben, hofft man vielleicht noch auf den Nachblick der Instanzen Pech haben können, aber diesmal haben wir einfach auch ein bisschen Glück gehabt und dieses Glück wollen wir auch mit in die neue Saison nehmen sportlich, damit es unsere Trainer ein Stück weit einfacher hat mit der Mannschaft und wir auch die Euphorie, die wir im Moment verspüren, auch mitnehmen können in der ganzen Stadt, bei den Sponsoren, bei den Fans und natürlich, dass sich das auf die Mannschaft überträgt, weil die Mannschaft, das ist das Herz des Vereins und das sind die Jungs, die uns begeistern. Und wenn sie uns so begeistern wie in der letzten Saison, dann kann man auch keine Angst. Ja, das war unsere kleine Forschungsrunde. Ich höre gerade, ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter sprechen. Die Mikrofone stehen vielleicht ein bisschen weit weg, sodass vielleicht der Empfang zu Hause nicht so gut ist. Deswegen reden wir einfach ein bisschen lauter. Also wenn ich hier meine drei Mitsitzer gleich anschreie, das hat nichts mit euch zu tun, sondern es ist wahrscheinlich, dass es einfach ein bisschen lauter sein muss. Ja, wir probieren das mal. Also ihr habt über die Kommentarfunktion natürlich auch die Möglichkeiten, uns einfach Fragen zu stellen. Ne, Fragen, ich sag mal, die euch bewegen oder die ihr immer schon mal wissen wolltet. Jetzt sitzen so ein paar Entscheidungsträger auch mit am Tisch, sportlich wie auch organisatorisch. Von daher fragt einfach, schreibt es in die Kommentarfunktion einfach rein. Wir werden das dann im Grunde genommen, je nachdem, wenn ihr die Frage richtet, ich werde das ein bisschen kommentieren von hier aus und die Fragen mal weiterlaufen lassen. Wir haben uns ein paar Fragen im Vorfeld erreicht, die wir jetzt einfach auch mal kurz durchgehen wollen würden. Eine der ersten Fragen ist, wie steht es mit den Vereinsfinanzen? Ja, ich hatte ja vor gut zwei Wochen bei der HNA ja auch mal die Möglichkeit, da mal ein Interview zu geben, wo auch das Thema Finanzen natürlich abgefragt worden ist, weil auch die HNA gesagt hat, also es kämen doch viele Leser, die mal wissen wollten, wie es denn im Verein aussieht, wie der Verein durch Corona gekommen ist, wie wir uns auch aufgestellt haben. Da kann ich nochmal kurz gerne einen Überblick übergeben. Also wichtig war für uns als Verein, jetzt mal rein von der wirtschaftlichen Sache her, dass wir jetzt zum 30.06. die Saison beendet wird. Ich glaube, am 20. hat der Hessische Fußballverband jetzt auch ihren großen Verbandstag, da wird es ja dann auch offiziell verkündet. Das war für uns rein wirtschaftlich einfach wichtig, weil die Saison am 30.06. jetzt offiziell endet. Planerisch war das für uns, im Grunde genommen ist das jetzt ein spannendes Datum, weil wir auch unser Wirtschaftsjahr am 30.06. hängt, sodass wir jetzt zum 30.06. quasi auch die Endbilanz ziehen können. Viele Spielerverträge natürlich immer für die Saison geschlossen sind und die Spielerverträge dementsprechend auch am 30.06. enden. Und von daher war das immer eine große Ungewissheit, wie geht es weiter, wenn wir über den 30.06. hinaus spielen müssen, was passiert mit den Verträgen, wie geht es mit dem Stadion weiter, mit Zuschauern weiter und so weiter. Aber da haben wir jetzt Klarheit, das Sportliche ist vielleicht ein anderes Thema. Aber rein wirtschaftlich ist es jetzt wichtig, dass die Saison offiziell endet und wir ab 1.7. quasi mit dem neuen Wirtschaftsjahr quasi auch starten und für uns dann auch rein organisatorisch als Verein die Saison 2020-2021 startet, was auch nicht für unsere Etatplanung im Endeffekt sind. Ja, ich habe es in der Zeitung auch gesagt, ich glaube, wir werden mit dem blauen Auge aus Corona kommen. Das hat also auch zum einen mit der großen Solidarität natürlich zu tun, die der Verein erfahren durfte in dieser schweren Zeit. Wir haben, ich sag mal, alles Mögliche getan, was wir machen konnten. Wir haben quasi Investitionen gestoppt, wir haben die Mitarbeiter auf Kurzarbeit setzen müssen, leider Gottes. Gut, dadurch, dass keine Heimspiele stattgefunden hatten, haben wir natürlich in dem Fall auch keine Ausgaben gehabt, aber trotzdem fehlen natürlich die ganzen Heimspieleinnahmen, die natürlich bei so einer Etatplanung für eine Saison auch nicht ganz unerheblich sind bei uns, weil wir halt auch immer eine sehr große Zuschauerzahl haben und wir uns auch sehr glücklich schätzen über die Zuschauer natürlich und uns dann natürlich 6 Heimspieltage fehlen, aber nach den ersten Hochrechnungen mal ganz grob, ich habe es dem Aufsichtsrat auch schon mal mitgeteilt, weil die wollen das auch immer wissen, wie die Zahlen natürlich sind. Ist ja auch unser Kontrollgremium, von daher ist es auch vollkommen okay. Glaube ich, dass wir da mit einem blauen Auge davonkommen. Ja, mal gucken, ich werde dann irgendwann im Juli, August die BWA dann für den 30.06. machen können. Da haben wir es dann schwarz auf weiß, aber so gefühlsmäßig kommen wir dann mit einem blauen Auge davon. Das ist also ganz okay von den Vereinsfinanzen. Ja, wie sind die Vereinsfinanzen für die neue Saison? Natürlich gibt es auch einen Etat für die neue Saison. Wir haben seit planen ja eigentlich dauerhaft schon immer für 2 Ligen, mal Regionalliga, mal Hessenliga, dann wieder Regionalliga, dann wieder Hessenliga. Haben das auch für diese Saison getan, sind jetzt am grünen Tisch, sage ich jetzt mal über die Prozentenregel als zweiter Bester mit aufgestiegener Regionalliga. Das heißt, ich kann den Etat für die Hessenliga geschlossen lassen und beschäftige mich seitdem nur noch mit dem Regionalliga-Etat, der natürlich etwas anders aussieht wie der Hessenliga-Etat, aber auch hier sind wir guter Dinge, dass wir da, das, ich sag mal, steht wieder auf grundsoliden Beinen und
ja, wir planen da auch nicht blauäugig in die Zukunft hinein, sondern einfach tatsächlich ruhig und gemächlich, Schritt für Schritt. Ja, und ich bin da auch guter Dinge, dass auch der Regionalliga-Etat vernünftig geplant ist und wir das auch wieder finanziell vernünftig stemmen können. Ja, unsere Erwartungen für die kommende Saison, das ist, glaube ich, eine Frage, die ist eigentlich an uns drei gerichtet oder an euch drei gerichtet. Ich würde mich da jetzt mal außen vor klammern. Fangen wir mit Jens mal an. Ich würde einfach keine Leidenschaft in den Fußball sehen im Mauerstadion. Und am besten, dass wir viel wie möglich gewinnen, das ist klar. Aber es ist natürlich das Reiz, auch wieder andere Gegner zu haben, wie Offenbach, Ulm und auch Stuttgart 2 und SV. Da verbindet uns ja schon ganz viel Historie und interessante, tolle Spiele. Und das prickelt halt einfach. Natürlich auch, dass wir ja, einfach die Leidenschaft und auch die Leistung der letzten Spiele einfach zeigen. Natürlich in erster Linie im Hauptstadion, aber auch auswärts. Da werden wir auch weiterhin dran arbeiten an unserer Spielidee, an unserer Spielweise. Wir werden das alles noch verfeinern jetzt in der Sommervorbereitung. Und ja, da wollen wir einfach an die Leistung anknüpfen, die wir auch in den letzten Spielen gezeigt haben. Das ist unser Ziel, das ist auch unser Anspruch, das muss unser Anspruch sein, diese Leistung auch wieder auf den Platz zu bringen, mit ja, viel Leidenschaft, mit viel Spaß und ja, das erwarte ich natürlich auch von meiner Mannschaft. Ich würde noch ja, hinzufügen, also ich wünsche mir, dass wir als Zuschauer, als Fans einfach einen geregelten Samstag mal wieder haben dann, also im Sinne von wann fahre ich ins Stadion, das ist klar, wann gehe ich meine Bratwurst essen, das ist klar und wann sitze ich hier auf dem Platz, damit ich den Einmarsch der Jungs mitverfolgen kann, weil dann glaube ich, sind wir halt auch in Deutschland, in der ganzen Welt hoffentlich ein Stück weiter wieder in Richtung Normalität, ja, dass wir uns, wie ich vorhin gesagt habe, hier alle wieder treffen, dass wir hier den Fußball sehen können, den wir uns ja, in den letzten Monaten hart erarbeitet haben, super umgesetzt haben, dass wir da weitermachen, egal ob es jetzt dann, also dass es jetzt Regionalliga ist. Ich glaube, auch da kann diese erfrischende, regionale, aggressive, lauffreudige Fußball, den der Dami eben gerade so umschrieben hat, auch super Anklang finden. Wir haben das bei den Zuschauern gemerkt, wie dieser Funken übergesprungen ist, wie ihr auch der Truppe den Rückhalt gegeben habt. Das ist so ein bisschen unter anderem meine Erwartung, dass es ab September eben ja, eine Normalität gibt, die bedeutet, dass wir uns hier mit 4.000, 5.000 Zuschauern in der Regionalliga am Stadion wieder treffen und die Jungs nach vorne peitschen können, um dann zu sehen, was draus wird aus dieser ersten Saison in der Regionalliga. Ah, das ist fertig. Keine Ahnung, was das bringt. Wir werden da sehen. Kommt jetzt das Mikrofon hochgefahren. Ich hoffe, das klappt dann ein bisschen besser vom Ton. Ja, das ist so meine Erwartungen. Wie gesagt, kurz und knapp mal zusammengefasst. Ergänzend zu meinen Vorrednern. Ja. Danke, danke. So, ich lese in den Kommentaren viel, dass das mit dem Ton nicht so richtig funktioniert. Ich habe das Mikrofon jetzt mal gerade etwas hochgefahren. Mal gucken, ob das was bringt. Eine Frage kam eben quasi online rein. Tobi, die geht an dich. Was hast du mit der Truppe gemacht? Die Frage habe ich ja auch oft gestellt bekommen, auch nach den ersten Spielen. Da habe ich auch immer wieder erwähnt, was mir einfach wichtig ist. Oder was mir auch wichtig war als Spieler schon, jetzt aber auch als Trainer, dass man einfach vernünftig miteinander kommuniziert auf Augenhöhe, dass man sich austauscht mit den Spielern, dass man einfach viel spricht und dass es für jeden Spieler auch einfach besonders sein muss, das Trikot vom KSV anzuziehen. Das habe ich den Spielern auch von Anfang an auch immer mit auf den Weg gegeben,
dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es was Besonderes ist, das Trikot zu tragen. Und ich glaube, das haben die Jungs auch, egal ob die Jungs, die auf dem Platz standen oder auf der Bank oder selbst auf der Tribüne, die haben das jeden Tag auch gelebt, das Ganze. Und dann kannst du natürlich auch eine gewisse Dynamik entwickeln, kannst dich in einem Rausch spielen, kannst in einen Lauf kommen, den wir dann auch hatten. Ja, ich lese immer noch der Ton. Ihr müsst mal mit dem Daumen hoch machen hier über die Kommentarfunktion, wenn ihr merkt, dass der Ton besser wird. Wir können es leider nicht ganz ändern. Ich habe eben gerade gelesen, Format dritte Liga, Ton Kreisliga B. mag sein, dass es so ist. Ihr müsst mir dann einfach mal einen Daumen hoch machen, wenn es etwas besser geworden ist. Eben kam eine Frage. Wie ist die Planung oder was versprechen wir uns quasi Zielsetzung für die neue Runde? Ja, vielleicht erst noch um Jens von der, ich sag mal, dass wir das organisatorisch schon mal machen und dann zum Sportlichen. Klar, dass natürlich eine möglichst gute Stimmung ist. Und wir sehen ja, dass auch der Regionalliga-Fußball wieder stärker angenommen wird. Also wenn ich mir anschaue, es wurde bei der Liga-Konferenz gesagt, dass Offenbach zum Beispiel schon 3000 Dauerkarten verkauft hat. Das ist natürlich schon mal ein echtes Fund für eine Regionalliga. Gut, da sind wir noch ein Stück weit weg von. Aber ich glaube, die Stimmung wird auch wieder eine ganz andere sein und eine viel interessantere, leidenschaftlichere. Und wir kommen doch näher, ein Stück näher an den Profifußball bei allen dran. Daniel, das sieht total interessant aus, was du da machst. Ja, das ist auf jeden Fall super machbar. Ich glaube, dass Nico hat auch Corona oder so. Irgendwie sowas. So geht es vielleicht. Aber ich glaube, der wichtigere Teil ist der sportliche Teil. Wie sagst du dir mal, was du so überlegt hast? Was ich mir überlegt habe, ich habe mir noch gar nichts überlegt. Ich lasse es jetzt erstmal auf mich zukommen. Wir wollen jetzt erstmal vernünftig in die Vorbereitung starten und alles, was mit Zielen zu tun hat, da werde ich nichts nach außen geben. Das werde ich mir in der Vorbereitung auch mit den Jungs zusammen erarbeiten, mit meinem Trainerteam erarbeiten, was das am Ende dann für ein Ziel sein wird. Und so ist meine Herangehensweise, was Ziele betrifft. Du könntest ja eh für uns behalten. Ja. Ne? Gut, okay, jetzt kommen die ersten Meldungen rein, dass der Ton anscheinend ein bisschen besser wird. Also da freuen wir uns auch, dass wir da... Enno, machst du jetzt mal ein Mikrofon? Ich mache ein Mikrofon, Mann. Ja. Super. Jeder hat seine Aufgabe. Ja, eine Frage ist, wie weit ist die Kaderplanung fortgeschritten? Ich sag mal, da kann ich natürlich auch ein bisschen was zu sagen oder auch Jens und Enno, also eigentlich alle vier, die hier sitzen, weil das wir tatsächlich auch in dem Team, in dem wir uns jetzt quasi zusammengefunden haben, von der Orga her, vom Trainerteam, auch vom Aufsichtsrat her, das eigentlich sehr viel diskutieren, weil wir auch im Aufsichtsrat natürlich sportlichen Verstand sitzen haben. Ne? Ist einer, glaube ich, von euch selber mal Fußball gespielt? Also zumindest Enno, die anderen weiß ich jetzt nicht, so ein bisschen hobbymäßig vielleicht. Und ich sage mal, Jens natürlich lange im Geschäft, ich habe auch selber lange Fußball gespielt. Von daher ist das schon ein Thema, was wir natürlich auch irgendwie alle im Team besprechen. Natürlich das letzte Wort hat die sportliche Leitung um den Trainer rum, keine Frage. Wir als Vorstand geben dann auch eigentlich nur unsere Einschätzung dazu, beziehungsweise ich betrachte das Ganze natürlich dann etwas mehr von der finanziellen Seite wie von der sportlichen Seite, aber wie weit ist die Kaderplanung fortgeschritten? Wir haben, ich habe es auch damals in der Zeitung gesagt, doch viele Spieler, die auch einen Kontrakt mit uns haben über die Saison hinaus, zum Teil bis 2021, bis im Sommer 2021, der ein oder andere hat sogar noch einen Vertrag bis 2022. Von daher hatten wir jetzt nicht das Riesenproblem, dass wir 20 neue Spieler entweder verlängern müssen oder neu verpflichten müssen. Und ich glaube, 8 Verträge sind ausgelaufen, meine ich ganz grob, 8 oder 9 Verträge sind ausgelaufen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigt haben oder zumindest die sportliche Leitung sich beschäftigt hat. Aber da würde ich jetzt einfach an den Trainer natürlich auch weitergeben, wer bleibt uns von denen erhalten? Den einen oder anderen habt ihr in der Presse schon gelesen. Wer verlässt uns? Mit wem sind wir noch im Gespräch? Und vielleicht auch einfach mal den Hinweis, auch wie ist der Markt aktuell? Ich glaube, ist Dami am besten im Thema. Jens kriegt auch den einen oder anderen Anruf aktuell, weil wir natürlich auch durch den Aufstieg in die Regionalliga jetzt natürlich wieder Interessen wecken für viele Spielerberater, für viele Spieler, weil ich sage mir, wir jetzt natürlich auch in der vierten Liga in Deutschland da wieder ein unheimlich interessanter Verein sind. Vielleicht Tobi mal zur aktuellen Kaderplanung, so wie sie jetzt steht. Ja.
Ja, also habe ich ja eben schon im Vorfeld gesagt, dass wir jetzt die letzten 2-3 Wochen auch im Hintergrund am Kader gebastelt haben. Das vieles ist ja jetzt auch schon veröffentlicht worden mit den Vertragsverlängerungen von Basti, Prian, Luis und Nico Krötike. Das sind die Spieler, wo wir auch die Verträge auch verlängert wollten. Dann ist natürlich dann auch die andere Seite, was auch immer sehr bedauerlich ist, gerade wenn man erfolgreich ist und dann auch noch aufsteigt. Aber so ist es nun mal im Sport. Das ist die andere Seite, wo man sich dann auch von Spielern verabschieden muss. Das wird, das ist Jan-Philipp Häuser, Büst Çakmak, Michi Voss und Buki Zukorlić, die uns da verlassen werden, keinen neuen Vertrag bekommen. Und offen ist jetzt noch was mit Freddy Prill, da sind wir auch in Gesprächen. Das sieht aber auch sehr gut aus, ist aber noch nichts Offizielles. Da ist man, wie gesagt, noch in Gesprächen und bei Niklas Hartmann genauso. Da sind wir jetzt noch dran. Da wird man jetzt in den nächsten Tagen mit Sicherheit auch was verkünden können, in welche Richtung das auch immer geht. Und ja, ansonsten hat der Sven ja auch schon gesagt, dass wir einen Vorteil hatten, dass viele Spieler einfach über den Sommer hinaus Vertrag haben. Ja, für beide Ligen wäre das gewesen, für Hessenliga und für Regionalliga. Und dann hast du es natürlich auch als Trainer auch ein bisschen leichter, dass du weißt, okay, du kannst definitiv mit 18, 19 Feldspielern dann auch die Vorbereitung bestreiten und hast dann auch schon mal einen Kader, der zu 85-90% dir auch zur Verfügung steht für die neue Regionalliga-Saison. Externe Neuzugänge, der Markt ist natürlich im Moment sehr, sehr, sehr groß. Für mich ist es ja auch Neuland jetzt als Cheftrainer, was ich in den letzten 2-3 Wochen an E-Mails bekommen habe und Telefonanrufe, WhatsApp, wo dann Spiele auch angeboten werden, was auch völlig normal ist, ja auch. Für mich, wie gesagt, aber Neuland. Es sind viele Spieler auf dem Markt und mit Sicherheit auch viele interessante Spieler. Wir halten da auch weiterhin Augen und Ohren offen. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere noch zu uns kommt. Bin natürlich da auch ein bisschen angewiesen an unseren Finanzvorstand. Würde mich natürlich freuen, wenn vielleicht ein oder zwei noch dazukommen. Aber das wird sich auch in den nächsten Wochen ergeben. Fakt ist, dass wir da auch nichts überstürzen werden, weil wir, wie eben schon erwähnt, einen guten Kader zusammen haben, der zu 90% steht und der definitiv Regionalliga tauglich ist. Ja, das hört sich ja grundsätzlich erstmal ganz gut an. Die Frage kam natürlich auch im Grunde vom Aufsichtsrat nach der Etatplanung. Wie sieht es mit Neuzugängen aus? Und Tobi hat es eben schon gesagt, aufgrund der aktuellen finanziellen Entwicklung mussten wir da leider erstmal einen Riegel vorschieben. Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Der Dauerkartenverkauf ist angelaufen seit gut 2 Wochen, würde ich sagen, so beim Dauerkartenverkauf läuft der. Da ist Jens, ist da unser, der hat immer das Ticket-Truster-Cockpit im Kopf, das ist so mein Informant, wie der Dauerkartenverkauf läuft. Ich bin da tatsächlich nicht so im Thema, ich muss mich da immer aktuell informieren. Aber ich habe dir sagen lassen, dass das sehr gut angelaufen ist. Und dass wir die Zahl, die wir im Etat haben, dass wir da auch knapp dran sind tatsächlich. Und da müssen wir einfach gucken, wie das alles entwickelt. Ja, ich sag mal, trotz Corona haben wir jetzt mal einen Vorteil dieses Jahr, dass wir aufgrund des späteren Ligastarts, der ja aller Voraussicht nach Anfang September sein wird, die Möglichkeit einfach haben, jetzt noch ein bisschen zu reagieren tatsächlich. Wir haben jetzt noch den halben Juni, den ganzen Juli und tatsächlich auch noch den August. Das Transferfenster, wie das sicherlich auch die anderen wissen, für Vertragsamateure schließt sich am 31.08., sodass wir quasi einfach ein bisschen Luft haben. Dadurch, dass die Saison sonst ja gewohnterweise immer meistens in der dritten Juliwoche startet, haben wir jetzt einfach ein bisschen Luft hinten raus. Und wir können jetzt auch einfach die Sponsorengespräche führen. Die eine oder andere Firma kann jetzt sicherlich auch abschätzen, wie es für sie läuft. Da sind jetzt, ich sag mal, die Gespräche natürlich besser platziert, wie es vielleicht im April waren. Und von daher hoffen wir einfach, dass sich das einfach, die Corona-Pandemie einfach jetzt so langsam sicher ausschleicht. Und
wir dann da vielleicht noch Einnahmen generieren können oder Sponsoren vielleicht auch neu an uns geben können, sodass wir dann auch irgendwann dem Cheftrainer oder sportlichen Leiter mal gutes Licht geben können, vielleicht die ein oder andere Position noch zu verstärken. Wir haben gleich auch noch das Thema, ja, wie läuft die Regionalliga ab? Das ist ja auch diskutiert worden. Gibt es eine Zweierstaffel, spielen wir in einer Staffel, wird die Regionalliga halt noch mal in der Mitte irgendwo getrennt und es gibt eine A- und eine B-Staffel. Aber das ist sicherlich auch schon über die Medien verbreitet worden, dass sich dafür ausgesprochen ist, das in einer Liga durchzuziehen. Also klassisches Modell, jeder gegen jeden, einmal Hin- und Rückspiel. Bedeutet natürlich bei irgendwo 21 Mannschaften oder 22 Mannschaften irgendwo 42 Ligaspiele. Dann ist der Pokal ja auch erstmal ausgesetzt worden aufgrund Corona. Der soll auch weitergespielt werden. Also haben wir sicherlich immer irgendwo 4, 5 Pokalspiele dabei, sodass man also gut und gerne auf knapp 50 Ligaspiele kommt in dem verkürzten Zeitraum von September bis Juni. Sodass natürlich sicherlich auch, ich sag mal, die Kaderstärke oder die geplante Kaderstärke hier auch sicherlich immer überdacht werden muss. Und da vielleicht der ein oder andere Spieler tatsächlich mehr mit in die Kader rein muss, um einfach natürlich diese vielen Spiele auch irgendwo abhalten zu können. Verletzungen dann auch. Oder die ein oder andere Sperre sicherlich auch mal überbrücken kann. Ja, eine Frage war noch, wie sieht es mit Sponsoren aus? In der HNA hatte ich ja mal gesagt, war eine Frage, dass ja nach HNA-Interview fehlen 500.000 Euro. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es fehlt ein kleiner sechsstelliger Bereich. Das ist bei mir nicht eine halbe Million, aber das ist ja immer so eine Interpretationssache. Ja, VW, wie gesagt, da hängen wir nach wie vor also ein bisschen in der Luft. Da müssen wir einfach abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Schauen hat uns für die kommende Spielzeit abgesagt. Wir sind aber in guten Gesprächen und das gehört einfach auch zu einer guten Partnerschaft dazu, dass man einfach natürlich schaut, dass die sicherlich auch eine richtig schwere Zeit haben, da wir jetzt auch einfach unterstützen. Wir werden quasi die Schauesland-Bande auch einfach stehen lassen, einfach als Dankeschön auch für die Zeit, dass sie bei uns mit aus Bodensprung und sich so gut ging. Wir helfen auch gerne mit einem ganz kleinen Beitrag sicherlich und haben uns für die neue Saison verabredet und dann schauen wir mal, was dann die Schauesland wieder hört. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn die Jungs auch wieder dann aus dem Bodensprung spielen. Aber das ist Marketing-Team dran und die Springen laufen auch sehr gut und sind auch alle sehr offen. Ja, mit welchen Zuschauern kann überhaupt gerechnet werden? Das ist eine gute Frage. Aktuell ist es ja so, dass der Kickoff geplant ist für den 1. September. Das sagt auch der neue Rahmenterminplan von der Regionalliga Südwest vor, dass tatsächlich auch der 1. oder 2. September, das ist glaube ich Dienstag und Mittwoch, gleich als allererster Spieltag genutzt wird. Das heißt, wir hätten gleich die erste englische Woche zu Beginn. Was die Zuschauer im Stadion angeht, da sind wir einfach auf die weiteren Entwicklungen angewiesen. Das kann sicherlich noch gar keiner sagen, auch von unseren anderen Mannschaften in der Regionalliga oder die anderen Vereine trifft es ja ganz genauso. Das wird zum Teil ja von den Städten entschieden, über die Länder entschieden. Da sind wir einfach auch abhängig, was Hessen entscheidet, dann wieder was die Stadt Kassel entscheidet. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir mit dem Aue-Stadion einfach auch eine Kapazität haben mit knapp 19.000 Zuschauern, die wir fassen können, mit Steh- und Sitzplätzen, sodass wir schon die Möglichkeit haben, natürlich da ein Konzept zu erarbeiten, sind auch aktuell dran, wie wir uns ein Heimspiel vorstellen können, wenn es vielleicht auch eine Quotientenregelung gibt, was die Zuschauer angeht, ich sag mal 10% zum Beispiel oder 15% der Stadionkapazität, haben wir schon die Möglichkeit, natürlich auch irgendwo hier 2.000, 2.500 Zuschauer im Stadion zu verteilen. Es wird definitiv nicht so schlimm werden, wie wenn ich jetzt aktuell Bundesliga gucke und da irgendwie zwei Leute im Hintergrund klatschen hören, wenn einer ein Tor schießt. Also da haben wir schon ein bisschen mehr Stimmung im Stadion. Aber wie gesagt, da müssen wir auch abwarten. Wie gesagt, wir machen da auch unsere Planung natürlich, aber sind natürlich da auf die behördlichen Entscheidungen auch angewiesen, sodass man die Frage gar nicht so abschließend natürlich klären kann. Wir sind natürlich bemüht, die maximale Anzahl unter den aktuellen Bedingungen natürlich dann auch ins Stadion reinzukriegen, aber bitten auch einfach noch ein bisschen Geduld, weil man das einfach rapide nicht sagen kann. Aber wir haben auch Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit bis zum 1. April. Ja, eine Frage. Wie langfristig wird mit Tobi Damm geplant? Frage wegen seinem Arbeitgeber und Trainerschein. Ja, der Trainerschein ist tatsächlich ein wichtiges Wort, weil in der Regionalliga Südwest müssen die Trainer die A-Lizenz innehaben, die hat Tobi aktuell nicht. Dadurch, dass wir aber Aufstiegsmannschaft sind, dürfen wir quasi ein Jahr unter Bewährung spielen. Das heißt, Tobi darf mit seinem B-Schein, den er innehat, die Mannschaft auch nächstes Jahr in der Regionalliga coachen.
Und wenn er den Trainerschein dann besteht, den er dann natürlich jetzt auch dann parallel machen muss, also das kommt dann auch noch dazu, zu den 50 Spielen, mal hochgerechnet, die in der Saison kommen, kommt dann noch der Trainerschein dazu. Und ich glaube, vorher der Jugend-Elite-Trainer, ne? Das ist, glaube ich, die nächste Stufe. Ja, das ist jetzt alles noch in der Schwebe. Da bin ich auch im Kontakt mit dem Hessischen Fußballverband und auch mit einer Kontaktversion vom BDFL. Heute gerade erst E-Mail-Verkehr gehabt, das ist aber alles soweit am Laufen. Eventuell muss man mal schauen, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass man direkt mit der A-Lizenz startet. Aber da warte ich noch auf eine Rückmeldung. Das ist, wie gesagt, alles noch in der Schwebe, aber am Laufen. Gut, ich glaube, da gibt es für uns als Verein ja auch aktuell gar keinen Grund, über den Trainer nachzudenken. Also wenn der, ich sag mal, mit der Punkteausbeute weitermacht, mit der er vor Corona aufgehört hat, dann brauchen wir das Thema Trainer, glaube ich, in Kassel nie wieder führen. Ne? Geschweige denn, er muss natürlich irgendwann mal den Trainerschein bestehen. Ansonsten wird es auch da eng, aber das wird Tobi schon machen. Von daher, Tobi und auch Buschi haben beide einen Vertrag. Auf jeden Fall für die neue Saison. Das war uns auch relativ wichtig. Das haben wir, glaube ich, im Dezember noch gemacht, meine ich sogar. Ne? Einfach auch als Zeichen tatsächlich auch für beide liegen. Also der Trainerschein wäre auch für die, oder der Trainervertrag gilt auch für die, oder wäre auch für die Hessenliga gültig gewesen, weil wir natürlich einfach mit der Arbeit unheimlich zufrieden sind. Beide sich natürlich auch voll mit uns identifizieren, auch unsere Sorgen und Nöte zum Teil verstehen und die auch mitgehen. Das heißt, nicht nur auf den maximalen sportlichen Erfolg gehen, sondern natürlich auch so ein bisschen das ganze Umfeld umkennen. Und von daher hätte es uns ja gar nicht besser treffen können. Und wie gesagt, der sportliche Erfolg macht es natürlich dann auch einfach unheimlich einfach. Von daher sind wir da glücklich und zufrieden, dass wir da auf den Positionen erstmal überhaupt keine Baustelle haben. Geisterspiele ab September ist eine Frage, die wir hatten es eben schon mal natürlich nicht beantworten können. Ich habe es in der HNA auch gesagt. Die Etatplanung, die wir für die neue Saison gefahren haben, sieht aktuell 17 Heimspiele vor, weil wir auch damals die Regionalliga-Stärke noch nicht wussten, aber auch deswegen habe ich einfach 17 Heimspiele angesetzt. Jetzt werden es Größenordnung 20, wenn es so bleibt. Kaiserslautern, naja gut, wird ja gerade diskutiert, klammer ich jetzt erstmal aus, dann sind wir aber bei 20 Heimspielen. 21. Groß-Asbach. Ach, Groß-Asbach kommt noch runter, stimmt, genau, ja. Also 21 Heimspiele, von daher sind wir mit der Etatplanung mit 17 erstmal auf der sicheren Seite, sodass wir auch natürlich das ein oder andere Geisterspiel, ich sag mal, machen könnten, aber sicherlich nicht alle scharf drauf sind. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir hier am 1. September oder spätestens dann am 8. September, wenn das nächste Spiel ist, hier die Tore aufmachen könnten und natürlich die maximale Anzahl an Menschen auch wieder hier begrüßen können. Ich glaube, das hättet ihr euch auf jeden Fall alle verdient da draußen und ich glaube, wir hier drinnen auch und die Mannschaft vor allem hätte sich das auch verdient. Ich glaube, für die ist das mit das größte und schwerste Los gewesen, einfach auch seit 7. März ihren Lieblingshobby und ihre Berufung auch nicht mehr ausführen zu können. Und ich glaube, die Mannschaft und das Trainerteam haben da am meisten drunter gelitten tatsächlich. Und denen wünschen wir es natürlich auch am allermeisten, endlich mal wieder vor unseren Fans auflaufen zu können, mit der Musik im Hintergrund auch einfach den Fan gesingen. Und das ist, glaube ich, für uns alle wichtig und das müssen wir jetzt einfach abwarten. Ja, wie sieht es mit dem neuen Trikot aus? War eine Frage, die auch reingekommen ist. Es wird definitiv in der neuen Saison auch wieder ein Trikot geben. So viel kann ich schon mal verraten. Wir bleiben auch unseren Farben treu, schwarz, weiß, rot natürlich, aber Jens Rose, ja, wir haben ja unseren langjährigen Markenpartner, Enno sagt es gerade, Nike hat uns auch in den schlechten Zeiten mit Hessenliga auch weiter begleitet und der Kontrakt mit Nike läuft auch weiter, da freuen wir uns auch sehr drüber, deswegen wird auch weiter in Nike aufgelaufen, natürlich als offizieller Ausrüster in Verbindung mit Hannes Sportladen in Grebenstein, der quasi auch dann unser Markenpartner ist und uns ausstattet, aber Jens hat hinter sich auch eine Puppe stehen, die hat einen roten Pulli an. Ist das kameramäßig drin oder müssen wir die Kamera ein bisschen beiarbeiten? Wir schieben das jetzt mal bei. Jens Rose als unser Vorstandsvorsitzender hat jetzt die große Aufgabe, euch auch das neue Trikot und auch mit dem Trikot verbunden den neuen Trikotpartner präsentieren zu dürfen. Wir haben Unser Marketing-Team hat da wirklich eine tolle Arbeit geleistet in der vergangenen Zeit und denen ist es tatsächlich gelungen, trotz der schweren Zeit da wirklich einen tollen Trikotpartner oder auch einen tollen exklusiven Partner für uns gewinnen zu können. Und dieser Partner wird demnächst die Löwenbrust zieren und uns in jedem Spiel heim wie auch auswärts begleiten und
Ja, Jens, ich übergebe mal an dich und du darfst das als ehrenvolle Aufgabe dann enthüllen. Ja, Daniel, auch dir nochmal ein großes Dankeschön. Du hast dich da unheimlich drum bemüht. Wenn dich jetzt auch keiner sieht, gehört eigentlich der Dank dir, aber auch allen anderen. Und das Schöne ist an dem neuen Sponsor und Trikotpartner, dass seine Vereinsfarben auch unsere Vereinsfarben sind, nämlich rot-weiß. Ich glaube nicht, dass einer ahnt, wer es ist, aber es war auch für uns eine Überraschung, aber eine positive, tolle Überraschung. Und dann darf ich einfach mal den neuen Trikotsponsor für die nächste Saison präsentieren. Tada, tada, tada. Das Rote Kreuz. Das hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Das Schöne ist, auch bei Verletzungen sind die Jungs immer für uns da. Und ich denke, das sieht super aus mit Rot-Weiß und passt zu uns wie die Faust aufs Auge. Auch der eine oder andere verletzte Fan, der vielleicht mal hinfällt oder sowas oder ausrutscht, ist da natürlich auch herzlich willkommen. Und wir freuen uns auf viele verkaufte Trikots, weil wir natürlich auch wieder die wirtschaftliche Seite im Auge haben. Also die ersten 4 sind schon bestellt. Für meine Familie und mich. Aber jeder andere darf natürlich auch noch bestellen. Und beim Fanpoint oder auch bei uns in der Geschäftsstelle. Also herzlich willkommen bei den Löwen, das Rote Kreuz Krankenhaus. Wir freuen uns auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch auf uns. Und gemeinsam werden wir die Saison schon rocken. Ja, auch von meiner Seite nochmal willkommen im Löwenrudel. Wir hatten tolle Gespräche zusammen und ich glaube, das ist eine tolle Kooperation. Ja, und wir haben jetzt auch einfach, jetzt kommen wir wieder auf die vielen Spiele. 50 Spiele pro Saison heißt viel Genesung, viel Physio, viel Durcharbeiten, Durchkneten, die eine oder andere Verletzung. Wir haben ja unser erfahrenes Team schon lange dabei, auch unsere Physios und auch unsere Ärzte, unsere Mannschaftsärzte, die uns schon einfach auch jahrelang betreuen und die Mannschaft oder viele Spieler natürlich in Anführungsstrichen und auswendig kennen. Und ja, wir freuen uns natürlich über die DRK-Klinik in Nordhessen und ja, freuen uns da natürlich einmal, die als Sponsor mit dem Boot zu haben und gucken jetzt einfach, wie wir das natürlich auch dann medizintechnisch die Kooperation so weit ausarbeiten können, dass wir da die maximale Betreuung für unsere Kicker auch zusammenkriegen. Ja. Wir haben ja nicht nur eine erste Mannschaft im Verein, ich glaube, wir haben insgesamt 350 Jungen und Mädchen, die jedes Wochenende für den KSV die Schuhe schnüren tatsächlich und auflaufen. Also von daher gibt es ja nicht nur 25 Mann oder 26 Mann bei der ersten Mannschaft, sondern einfach auch noch 210 oder 220 rundherum. Und da sind wir halt sehr froh darüber, dass wir da auch einfach jetzt eine Möglichkeit haben, tatsächlich das auch medizinisch vielleicht noch ausbauen zu können, dass wir da auch in die Richtung maximal weitermachen können. Ja, wie viel Dauerkarten wurden bisher verkauft? Das möchte ich mal weitergeben an meinen Partner, der da das sehr, sehr gut im Auge hat. Ich denke mal, wir hatten ja gesagt, dass wir erstmal bei 1000 schauen, wie es aussieht, wie das mit den Kontaktbeschränkungen dann sein wird. Wir sind im Moment bei über 600. Das bedeutet, jeder hat noch eine Chance, als Erster dabei zu sein. Und dadurch, dass wir jetzt tatsächlich 21 Heimspiele haben, ist auch vielleicht noch bei dem ersten oder zweiten Geisterspiel hat man mit der Dauerkarte trotzdem die bessere Entscheidung getroffen, man ist immer dabei. Und wir wissen ja wirklich nicht, wie es nachher bei Spielen wie Offenbach ist oder auch anderen, wenn da der Andrang doch ein bisschen größer ist und wir können nicht das ganze Stadion nutzen, hat man da mit einer Dauerkarte schon einen entscheidenden Vorteil. Ich hoffe natürlich, dass am besten alles aufgemacht wird. Aber wir wissen es halt im Moment nicht, wir kennen auch nicht den Spielplan, wir wissen auch nicht, wer kommt wann und wann müssen wir wohin. Aber wenn dann vielleicht auch noch so eine Sache passiert, dass noch ein namhafter Verein aus der dritten Liga zu uns runterkommt, mit noch einem viel, viel größeren Stadion als das, was wir haben, dann wollen die wahrscheinlich auch eine Menge Leute mitbringen, um sich in ihre Mannschaft auswärts zu begleiten. Bin ich mal gespannt, wie sich das alles entwickelt, aber ich denke schon, dass mit Fußball mit Zuschauern begonnen wird und wie gesagt, 650 haben wir auf jeden Fall, plus die eh ihre Dauerkarte reserviert haben, ihre Webkarten haben und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Also ich denke schon, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen die 1000 erreicht haben und dann ist auch erstmal, schauen wir erstmal, was sich bis dahin weiterentwickelt.
Ja, hier schreibt jemand, Tobi Damm, du bist der beste Mann. Mit dem Ausrufezeichen hinten. Also du siehst, du hast eine sehr große Fanbase tatsächlich. Ja, das ist einfach auch natürlich schön zu hören, auch für den Tobi, definitiv. Das ist auch als Bestätigung für ihn, dass er natürlich eine gute Arbeit leistet, aber natürlich auch für uns, nachdem wir ja auch viel, naja, ich sag mal nicht Schläge, aber Kritik einstecken mussten mit deinem Vorgänger, aber ist ja auch schon eine Weile Geschichte. Und von daher ist es einfach schön, dass wir da diese Lösung tatsächlich im Verein auch gefunden haben. Ja, dann war noch eine Frage eben nochmal zum Etat. Da ging es nochmal um die Lücke von der 500.000 zwischen dem Hessenliga-Etat von 1.000.000 und dem Regionalliga-Etat von 1,5 Millionen. Bleibt eine Lücke von 500.000 Euro, das ist grundsätzlich richtig. Natürlich gibt es jetzt zwei verschiedene. Ich mache eine Etatplanung für die Hessenliga, die liegt bei 1.000.000, und ich mache eine Etatplanung für die Regionalliga, die liegt bei, mein ganz grob hochgerechnet, irgendwas zwischen 1,3 und 1,4 Millionen. Und sicherlich für die Regionalliga braucht, das ist die Etatplanung. Wir starten bei einer Etatplanung grundsätzlich immer mit 0. Haben natürlich jetzt aufgrund der Dauerkarten, das ist ein großer Etatposten. Die Sponsoren ist ein riesengroßer Etatposten, aber natürlich auch die Tageseintrittskarten ist ein großer Posten für uns auf der Einnahmenseite. Es gibt einen anderen Sponsor, was im Grunde auch aufgrund der neuen Liga jetzt das Engagement etwas erhöht hat. Von daher sind die Einnahmen, steigen auch da die Einnahmen. Die Eintrittspreise werden sich natürlich auch etwas ändern für die Regionalligasaison, sodass da natürlich auch etwas höhere Einnahmen erzielt werden. Sodass quasi die Etatplanung ja eine andere ist wie nachher die Zahlen, die ich dann tatsächlich aus der Wirtschaft über das Jahr nehme. Vielleicht noch eins kurz ergänzend dazu. Man muss natürlich auch sagen, das ist der Gesamtverein. Der Verein besteht nicht nur aus der ersten Mannschaft, da wird manchmal ein bisschen was durcheinander geworfen. Nicht von den Fans oder den Zuschauern, sondern einfach auch, wenn die Fragen gestellt werden, was ist denn der Etat für die erste Mannschaft? Und weil es viele Vereine gibt, die nicht so eine ausgeprägte Jugendarbeit haben wie wir, auch nicht mit den sportlichen Zielen im Jugendbereich. Und deshalb sind die Zahlen auch nicht richtig vergleichbar. Das muss man ganz einfach mal sagen. Und wenn ein Verein sagt, ich habe jetzt den Etat in der ersten Mannschaft um 30% reduziert oder wie wir vielleicht um 20-30% erhöht, dann muss man dann wirklich einen Verein vergleichen wie Offenbach mit uns, wo sowas ähnlich gelebt wird, oder vielleicht auch wie Ulm. Aber der Vergleich hinkt dann schon ein Stück weit, wenn man es mit Bayern Alzenau vergleicht oder mit Rot-Weiß Koblenz. Vielleicht mache ich auch noch eine kurze Ergänzung. Das ist auf jeden Fall super, dass solche Fragen kommen. Das zeigt natürlich auch, dass da immer das Interesse natürlich auch besteht, ja, darauf zu achten, wie läuft es. Von meiner Seite will ich da einfach auch nochmal den Hinweis geben. Also für uns ändert sich an der Ausrichtung des Vereins nichts, ob wir jetzt Hessenliga oder Regionalliga spielen. Wir haben vor 3 Jahren einen Weg zusammen begonnen zu gehen. Den gehen wir auch ganz kontinuierlich und seriös und sachlich weiter. Und da möget ihr bitte, ob es Sponsoren sind, Mitglieder sind, Fans, alle, die dem Verein wirklich nahestehen, das Vertrauen haben, dass wir auf Sicht fahren. Die Kollegen bei mir im Aufsichtsrat mit mir zusammen, wir haben euch damals bei der Mitgliederversammlung oder auch immer wieder das Versprechen gegeben, daran sind wir messbar, das wollen wir einhalten. Wir geben das aus, was wir haben, und wenn wir ein bisschen mehr haben, geben wir auch wieder ein bisschen mehr aus, aber bei allem sportlichen Interesse, die wir alle verfolgen, ja, wir wollen alle den bestmöglichen Erfolg haben. Wir sind ein Fußballverein, ne, da geht es darum, das haben wir vor dieser Saison auch ganz klar definiert, weil wir es konnten und weil wir es zum Glück jetzt auch bestätigt bekommen haben, wollen wir immer das im Gleichklang haben, und ob dann jetzt die Zahl von 1,5 oder 1,3, das ist ein Prozess übers Jahr. Am Anfang sitzen wir zusammen, so wie es die Kollegen jetzt auch schon gesagt haben, der Sven und der Jens. Wir gucken da drauf, wir gucken auf der Einnahmenseite, wo wir stehen. Wir wissen um die derzeitige Situation, die wirtschaftliche Situation auch in unserem Umfeld. Da müssen wir ein ganz vorsichtiges Auge auch drauf haben. Und demnach orientieren sich daran auch die Ausgaben in unserem Verein. Und das ist mir einfach nochmal wichtig anzuschließen. Vertraut da. Es ist sicherlich in der Vergangenheit, vielleicht auch mit den 10 Jahren Regionalliga, nicht immer alles ganz so viel leicht gelaufen, wie es hätte laufen können. Nichtsdestotrotz, das ist vorbei. Und das möchte ich nochmal wiederholen.
den eingeschlagenen Weg, den werden wir nicht verlassen, nur weil wir jetzt Regionalliga spielen. Wir denken, wir haben einen guten Weg beschritten, denken, dass der erfolgreich sein kann. Finanziell war es bis dato, sportlich jetzt im Sommer auch mit einem krönenden Abschluss. Und von daher gibt es da gar keinen Grund von abzugehen, und wir werden das einfach so fortführen und hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr ja genauso positive berichten können, wie wir es jetzt in der Vergangenheit auch machen konnten. Und dafür sitzen wir zusammen und machen das. Ja, Enno hat es eben gesagt, die Zahl ist Gesamtverein. Man muss einfach auch dazu sagen, dass unsere erste Damenmannschaft Tabellenführer der Verbandsliga aktuell noch ist. Und hoffentlich am Samstag, wenn dann der Hessische Fußballverband seinen Verbandstag durchgeführt hat, auch aufsteigen wird. Das heißt, unsere erste Damenmannschaft wird in der neuen Saison auch Hessenligist sein. Das heißt, eine Klasse höher. Unsere U19, U17 und die U15 sind alles drei Hessenligisten. Das heißt, auch wenn die Saison jetzt abgebrochen wird, sie bleiben alle drei Hessenligisten. Das darf man halt auch alles nicht vergessen. Ne? Wir haben Trainer im Jugendbereich, die im Grunde auch B-Scheininhaber sind, auch A-Scheininhaber sind. Da wird also auch natürlich Wert drauf gelegt, dass die Jungs vernünftige Ausbildung bekommen, fußballerisch. Und das sind einfach auch natürlich Faktoren, die mit im Etat mit drin sind, wie es immer sagt. Aber wir haben uns halt von Anfang an natürlich auch zum Ziel gesetzt, dass quasi unser eigener Nachwuchs auch unser Fundament ist. Das sieht man im Grunde auch der Durchlässigkeit hoch zur ersten Mannschaft. Da kann Tobi gerne was zu sagen, weil wir auch zwei Spieler hochgeholt haben, der noch oder aus der Eigentum wieder rausgekommen sind, und drei Spieler sogar, Leonardo Zorni oder noch, plus die beiden Torhüter. Das heißt, wir haben also auch eine Durchlässigkeit natürlich nach oben, und ja, das ist halt auch wichtig. Ne? Die Damen fahren jetzt auch jedes zweite Wochenende runter nach Frankfurt, Gießen und so weiter. Die U19, U17, U15 macht das auch jedes zweite Wochenende. Die fahren runter bis ins Rhein-Main-Gebiet, Mittelhessen. Und das sind natürlich auch alles Gelder, die auch natürlich im Etat mit drin sind. Und ja, wir sind natürlich auch dankbar dafür, dass einfach wir die so eine hohe Ausbildungsquote auch haben und natürlich auch die Qualität einfach in der Jugend haben, weil sich das dann tatsächlich über die A-Jugend dann auch dann hinwegsetzt Richtung erste Mannschaft, und wir da einfach auch jedes Jahr Spieler dabei haben, wo der Trainer und auch die sportliche Leitung ein Auge drauf haben, die dann auch schon, ich sag mal, im Winter mit den Vorbereitungen mit eingezogen werden, die schon mittrainieren dürfen und dann tatsächlich auch ja, mit einem Amateurvertrag ausgestattet werden und dann auch sich im Grunde Kaderspieler der ersten Mannschaft nennen dürfen. Unsere U23 nicht zu vergessen, die einen guten dritten Platz in der Gruppenliga auch hat, und ja, wie gesagt, alle anderen Jugendtrainer und Jugendmannschaften, auch bei den B-Mädchen, die letztes Jahr auch sehr hoch gespielt haben. Unsere U15 hat letztes Jahr auch noch sehr hoch gespielt. Das darf man halt auch alles nicht vergessen in dem Ganzen. Ne? Wir sind halt ein großer Fußballverein und probieren, den maximal möglichen Erfolg zu machen mit dem Etat, der uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, das machen wir alle sehr gut. Und ja, die Jugendtrainer holen tatsächlich auch, da gehört einfach auch viel Leidenschaft zu. Das ist sicherlich nicht das Geld, das wir beim KSV verdienen als Jugendtrainer, sondern da gehört einfach viel Leidenschaft zu und auch sagen wir, den Löwen auf der Brust zu, so wie es Tobi auch gesagt hat, dass man einfach stolz sein kann, das Trikot anzuhaben oder vielleicht auch dann als Trainer die Jacke am Spiel dran zu haben, ja, mit dem Verein zu arbeiten. Und ich glaube, wegen dem Geld macht das hier keiner tatsächlich, sondern es muss schon, ist schon viel pure Leidenschaft und auch viel Überzeugung tatsächlich. Ja, eine Frage war dann eben noch, ab wann gibt es das Trikot zu kaufen? Tatsächlich, da muss ich jetzt mal gerade über die Kamera hinweggucken. Daniel weiß nicht, ja, wird noch vier bis sechs Wochen dauern. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, weil der Kickoff ja auch, wie gesagt, ein bisschen später kommt. Die neuen Trikots sind geordnet. Jetzt müssen wir auch mal gucken, das ist auch, glaube ich, noch ein altes. Ne? Das ist ein altes, ja. Also wichtig war der Sponsor tatsächlich, der mitten auf der Brust ist. Das Trikot ist noch ein altes vom Format her. Da ist ja Nike auch jedes Jahr dran, im Grunde genommen das System, das zu verändern. Die sind geordert, auch in den Farben Rot, Weiß und Schwarz, klassisch, mit unserem neuen Trikotpartner. Und ja, wir informieren euch natürlich wieder rechtzeitig, wenn der Vorverkauf losgeht, über unsere Medien, Facebook und Instagram natürlich und auch über die örtliche Presse, wann das dann soweit los ist. Und unser Partner und Fan von Sven Bertel kann sicherlich gar nicht abwarten, bis ihr wieder alle zu ihm kommt und in den Laden stürmt, in Anführungsstrichen. Ja, was haben wir noch? Eben kam eine Frage, gibt es schon Testspielgegner in Anführungsstrichen? Also gibt es schon Ideen für Testspielgegner? Ja, Ideen sind auf jeden Fall da. Wir sind auch mit den jeweiligen Vereinen in Kontakt, aber kann man auch noch wenig zu sagen, genauso wie was die Zuschauerzahl angeht, ab 1.9. dann. Ja, brauchen wir alle noch ein bisschen Geduld.
was die Testspiele angeht, weil wir einfach jetzt die Entwicklung abwarten müssen, ab wann wir wieder Testspiele bestreiten können, mit vollem Körperkontakt. Aber ja, Testspielgegner sind auf jeden Fall vorgesehen und da muss man jetzt einfach abwarten. Ja, Geisterkulissen, ich glaube, das Thema hatten wir schon mehrfach. War auch gerade nochmal eine Frage, die mal reinkam. Das müssen wir tatsächlich einfach abwarten. Da sind wir tatsächlich auch dann irgendwo die Letzten in der Kette. Wir müssen einfach aber auch abwarten, was die Stadt erstmal entscheidet, in Verbindung sicherlich mit dem Gesundheitsamt, beziehungsweise dann auch das Land Hessen da weiter vorgibt. Das wissen wir alles noch nicht. Wie gesagt, unser Vorteil ist einfach ein bisschen jetzt auch die Zeit durch den späteren Anpfiff, dass wir einfach jetzt ein bisschen Zeit haben, um einfach die Corona-Pandemie weiter zu beobachten. Wie geht die Entwicklung weiter? Und dann hoffen wir einfach mal das Beste, dass wir im September einfach gar keine Einschränkungen mehr haben und wir einfach die Tore aufmachen können und wir zum ersten Heimspiel hier einfach am liebsten 18.000 Fans begrüßen können. Wäre schön. Ja, eben war eine Frage, die ging nochmal an Dietmar Hirsch, habe ich gelesen. Da ging es um das Anstellungsverhältnis bzw. der Vertrag. Also Dietmar ist ja bekannterweise im Oktober, glaube ich Mitte Oktober, vom Vorstand und vom Aufsichtsrat ja auch freigestellt worden. Dami hat dann übernommen, ich glaube gegen Steinbach war das erste Spiel, meine ich damals. Ja, der Vertrag ist zum 30.06. ausgelaufen. Das heißt, die Gehaltszahlungen sind dann auch zum 30.06. eingestellt. Und ja, wir hoffen, er ist auch vernünftig durch die Corona-Pandemie gekommen. Er hat immer... ich glaube, rein menschlich zu uns war es immer ein tolles Verhältnis, auch immer offen und ehrlich. Wie gesagt, die anderen Gründe haben wir, glaube ich, schon ausreichend diskutiert und von daher auf diesem Wege natürlich auch alles Gute an Dietmar und viele Grüße in die Heimat tatsächlich. Ja, wann gibt es die Trikots zu kaufen? Das hat man schon eben. Ja, Testspielgegner, sagt der Dummy, das ist halt auch ein Thema, das kann der Gegner genauso wenig zusagen wie wir aktuell. Ich habe den Trainingsplan gesehen vom Monat Juli, den hat sie rumgeschickt. Also ich bin froh, dass ich kein Fußball mehr spielen muss. War ja auch was frei. Ne? Ja, die Tage waren frei, glaube ich. Konntest du aber, war sehr überschaubar, wo frei drin stand. Also von daher... Sonntag. Das hätte ich zu Hause schwer verkaufen können, diesen Zettel. Aber ich muss das auch nicht mehr machen, von daher ist das alles gut. Ich glaube, er hatte Dankfest. Feiertag. Kann wieder in die Kirche gehen. Ja, sonst habe ich zumindest alles, was wir so an Kommentaren und Fragen hatten und auch die Fragen, die im Vorfeld kamen, haben wir, glaube ich, im Großen und Ganzen soweit beantwortet. Letzter Aufschlag für euch da draußen nochmal, wenn ihr noch eine Frage habt, die euch brennt, stellt sie jetzt. Ansonsten sehen wir uns so in dieser Runde, wie wir sitzen, jetzt auch erstmal ein paar Tage nicht wieder. Ne? Wir wahrscheinlich wieder online. Ja. Aufsichtsrat und Vorstand macht immer Online-Meetings. Hat auch was für sich, ist immer ganz witzig, sieht man mal, wie die alle zu Hause wohnen, so im Hintergrund, was das immer los ist. Das ist immer ganz lustig manchmal, so mit Vögeln und Kinder und Tiere und was da so alle rumläuft. Ja, dann würde ich fange erstmal an. Ich sage schönen Dank erstmal für die Möglichkeit für heute. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Wir konnten euch mal ein bisschen Einblick geben in die letzte Zeit, so ein bisschen auch in die Zukunft einfach rein. Also wir sind trotz Corona fleißig im Hintergrund am Arbeiten. Das machen eigentlich alle. Die Geschäftsstelle ist fleißig am Arbeiten. Unser Marketingteam natürlich fleißig am Arbeiten. Die Spieler halten sich auch alle fit. Der Trainer hält sich fit. Der Aufsichtsrat ist auch nicht müde, uns zu fragen, wie es aussieht und wie es läuft. Und von daher machen wir alle fleißig unsere Hausaufgaben. Ich wünsche euch allen, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und ich hoffe einfach, dass wir uns Anfang September alle im Ausstadion wiedersehen und wünsche euch eine gute Zeit und sage erstmal Dankeschön und gebe einfach weiter an Jens. Ja, von mir Dankeschön, tragt den Löwen in der Brust und dann sehen wir uns beim ersten Heimspiel. Ja, kann ich mich noch anschließen. Vielen Dank, dass ihr euch zugeschaltet habt und ich bin auch einfach nur froh, wenn es dann ab September wieder losgeht und wir uns vor allen Dingen gesund hier im Ausstadion wiedersehen. Last but not least, ja, von mir auch. Also auch erstmal noch einen Dank an die Personen hinter dem Ganzen, die es organisiert haben, unser DFB und der Daniel Bettermann auch. Hat, denke ich, dann soweit wir es mitbekommen haben, super funktioniert. Das mit dem Ton haben wir hemmsärmlich gelöst, wie es sein muss, wenn es irgendwo klemmt, versuchen wir es hinzubekommen. Ja, bleibt gesund, ist das Wichtigste, kommt gut durch die Zeit. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert es, schickt uns Nachrichten, sagt, wie es ankam, was man vielleicht auch mal anders machen, besser machen kann. Uns ist wichtig, dass wir euch mitnehmen auf dem ganzen Weg. Ich hoffe, dass es uns heute gelungen. Und auf bald im Au-Stadion, hoffentlich dann am 1. und 2. September oder falls es auswärts ist, danach das erste Heimspiel.
dass wir uns viel oder dass wir uns zahlreich hier treffen. Und ja, Dummies Gruppe zum ersten Heimsieg beitragen können. In diesem Sinne, falls es keine weiteren Kommentare mehr gibt. Hier steht immer Danke am Kumbachau, aber das sieht man ja auch nicht. Das Kumbachau machen wir jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist, dann gibt es noch einen Feierabend shoppen. Danke an Christoph Schwierein. Ja. Ne? Schöne Grüße. Das Zeug ist badwarm, da kannst du einen Teebeutel reinlegen. Also von daher, tschüss auch von mir, macht's gut und wie gesagt, bleibt gesund. Jawohl. Ciao. Ciao. No al racismo. Nein zu Rassismus. Нет расизму. Nein zu Rassismus. Ne, na расизму. Nein zu Rassismus. Lale und Surya. Nein zu Rassismus. Yo, расизму. Nein zu Rassismus. Irkçılığa hayır der.